das war der Verkacker. Das war der Verkacker. Oh, shit. Jetzt doch noch verkackt, Udo. Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Megahombre, der Consolero mit Sombrero und zuallererst mal wünsche ich euch ein frohes und gesundes neues Jahr 2016. Ja, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und hattet eine richtig geile Feier und ihr fragt euch sicherlich schon, was läuft hier im Hintergrund. Das ist das gute alte Dr. Mario auf dem NES von 1990, denn heute reisen wir mal gute 25 Jahre in die Vergangenheit, denn das ist eines so der ersten NES-Spiele, was ich wirklich so krass gesuchtet habe damals als kleines Kind. Und ich dachte mir, ich habe letztes Jahr schon mal meinen NES wieder aktiviert und das möchte ich in nächster Zeit auch wieder öfter machen. Ich habe leider im vergangenen Jahr nicht ganz so viel Zeit für das Retro-Gaming gefunden, wie ich es eigentlich vorhatte. Aber das kommt dieses Jahr auf jeden Fall, denn ich habe mir mittlerweile auf eBay schon einige der alten Klassiker bestellt, die ich damals gespielt habe. Und wer weiß, vielleicht gibt es da ja auch demnächst schon auf meinem Kanal das ein oder andere Let's Play von einem Retro-Game zu sehen. Das wäre doch auch mal was. Jetzt starten wir aber erstmal eine Runde hier bei Dr. Mario rein im One-Player-Modus. Und natürlich hier keine Kinderkacke, sondern gleich hier auf der höchsten Schwierigkeit. Welche Musik gönnen wir uns? Aber man kann es leider nicht vorher hören, wie die klingt. Ich weiß nicht mehr. Fever, Chill. Chill ist doch immer gut. Level 20, High. Und da wollen wir jetzt auf jeden Fall mal ein paar Versuche wagen. Denn das muss auf jeden Fall geklärt werden. Boah, ich weiß noch, ich habe das damals als Kind so krass geliebt. Und ja, gucken wir doch mal, ob das hier noch einigermaßen funktioniert. Oh Mann, erstmal wieder gucken, wie das alles hier war. Okay, gut, also es ist auf jeden Fall super schwer. Es wird einige Fails geben, sicherlich, wenn wir es denn überhaupt schaffen. Aber ich werde es ein paar Mal probieren. Vielleicht ist da irgendwann ein Aufbau dabei, mit dem wir das Ganze hier schaffen. So, das ist natürlich jetzt schon mal schlecht. Halt, das geht so. Okay. Da braucht man echt auf jeden Fall die ganz, ganz flinken Fingerchen von Antiochia. Denn sonst wird es nicht. So. Schon mal kein so schlechter Start. Gar nicht so verkehrt. Okay, bisher... Ah, das war der Verkacker! Das war der Verkacker! Na, obwohl, vielleicht... Warte mal, das können wir noch retten. Oh. Shit, okay, jetzt... Oh, doch, wir haben es nochmal. Ah, shit. Shit, 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 shit. Oh, shit! Jetzt doch noch verkackt, Udo! Oder? Können wir da noch irgendwas machen? Nein, da können wir nichts mehr machen. Scheiße, das war doch eigentlich ein ganz guter Start. Weil man muss echt schauen, dass man am Anfang immer die Seiten frei macht. Weil das ist halt das Schwierigste, wo du später nicht mehr rankommst. Oh, und das haben wir jetzt echt ganz groß vermasselt. Aber im ganz großen Stil. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich ich. Das ist... Ah, nee, okay, der ging einen zu weit. Ay caramba, y carajo. Also, das wird einige Anläufe hier brauchen, aber das will ich auf jeden Fall knacken, das Schweinsteil. Das ist ein guter Start, da kann man... Ah, wenn man halt irgendwie den Triggerfinger des Todes hätte. Was ist denn los hier mit mir? Der hätte natürlich ganz rechts rüber gemusst. Es ist echt, man muss so schnell drücken, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist wirklich... Man braucht echt so den krassesten Triggerfinger hier auf dem D-Pad, den man sich nur vorstellen kann, denn ansonsten... Schaffst du es halt original nicht. So. Gut, gut, gut. Bislang schon mal nicht schlecht, aber das ist halt nur die Mitte. Das ist halt eben nicht so das Problem. Nein, zu weit, du dreckiger kleiner Hundling! Ach, du Scheiße. Ja, und schon war es das eigentlich wieder. Ach, du Scheiße. Vielleicht können wir da noch irgendwie sowas drehen. Aber wenn du dir schon so ein bisschen was verbaut hast, dann normalerweise wird das dann am Ende schon eher nichts mehr. Aber gucken wir mal, vielleicht ist ja noch nicht aller Tage Heiligabend. So, jetzt haben wir es ja doch nochmal so ein
ganz kleines bisschen wieder gerettet. So, okay, jetzt müssen wir es halt irgendwie gucken, dass wir die Viecher alle da seitlich erwischen. So. Okay, das war gut. Das war schlecht! Okay, da müssen wir anders an die Gelben da unten ran. Da müssen wir das so machen. Brauchen wir einen hier. Und so. So, wie kriegen wir jetzt... Halt, das können wir so machen. Dann müssen wir als nächstes an den Roten ran. Okay, das geht noch. Ja, aber jetzt diese vielen... Da können wir noch was machen. So, aber wie hauen wir jetzt den Blauen da weg? Das ist jetzt schon so ein bisschen... Bisschen dann gleich die Kunst. Ja, wir müssen jetzt irgendwie an den Blauen ran. Wir müssen uns jetzt hier was bauen, dass wir an den Blauen kommen. So, und so könnte das doch auch irgendwie sogar klappen. Okay, den haben wir. So, jetzt wusste ich nicht, wohin damit. Versuchen wir, die hier in Ruhe wegzumachen. Ah, shit. Okay, okay, okay. Ah, ein zu weit. Ich Trottel. So, gut, jetzt versuchen, den Überblick zu behalten. Was machen wir? Okay, das war gut. Oh, doch richtig gemacht, okay. Gut, dann haben wir den. Aber wir haben halt auch schon ziemlich viel Scheiß hier verbaut. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Aber es ist auf jeden Fall noch machbar, würde ich sagen. Ja, da kommen wir wieder nicht zurecht. Blau, rot. Müssen wir mal gucken, dass wir da oben ein bisschen abbauen. Können wir den wieder wegmachen. So, dann müssen wir langsam auch mal an den Blauen da rechts ran. Jetzt schnappen wir uns. Ah ja, es hat noch geklappt. Knapp, aber... Dann holen wir uns den. So, wie geht's weiter? Rechts geht's weiter. Und es wird halt auch immer schneller mit der Zeit. Das macht's natürlich nicht einfacher. Gut, aber bislang haben wir hier einen ganz... ganz passablen Versuch. Achso, da geht der durch kaputt. Wenn wir uns den holen. So, der kann rechts hin. Geht noch. Der kann auch rechts hin. Okay, nicht ideal, aber kann man machen. So, dann haben wir, der geht hier. Der geht da, dann haben wir den. Okay. Versuchen wir uns jetzt den Blauen hier zu holen. Okay, das geht auch. Dann holen wir uns den Roten hier. So, jetzt müssen wir langsam gucken, dass wir den hier mal wegkriegen. Oh shit, ach, den habe ich jetzt falsch gesetzt. Oh, ich Trottel, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Jetzt versuchen wir wieder die Ruhe zu bewahren. Oh, 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 das war natürlich mal General Nixon. Das war General Nixon. Oh shit, jetzt bin ich... Jetzt bin ich aufgeschmissen. Ach du Scheiße, ja, und jetzt wird's auch schneller. Oh nee, Jungs und Mädels, ich glaube jetzt... Damit haben wir es gerade... Gerade verkackt, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das noch gerettet werden kann. Weil jetzt verlieren wir halt einen Haufen Zeit auch. In der das Ganze hier sehr schnell an Speed zunimmt. Gucken wir, dass wir uns die rechte Seite wieder ein bisschen frei halten. So, und dann müssen wir aber auch schauen, dass wir irgendwie... Da geht noch was weg. So, wir müssen jetzt irgendwie zur linken Seite. Okay, wir haben es wieder ein kleines bisschen gerettet. Aber wir müssen jetzt, sobald es geht, links frei machen. Gut, rote sind jetzt keine mehr da. Also, komm. Wir müssen jetzt hier links ran. Es hilft alles nichts. Jetzt versuchen wir uns erstmal den blauen zu holen. So, da haben wir einmal... Den können wir so machen. Den können wir so machen. Dann haben wir den. Dann geht der weg. Dann brauchen wir einmal... Doppelblau. Doppelblau für die links. Komm, den muss ich jetzt da reinquetschen. Jawohl. Und ganz nach rechts den Doppelblauen.
Oh, okay, okay, okay. Da ist noch nicht alles vorbei hier. Da ist noch nicht alles vorbei hier, Jungs und Mädels. Da. Ah, shit, das war dumm, aber da kommt zum Glück noch einer. Gut, wir müssen an die Linken ran. Das muss dahin. Den können wir hier wegmachen. Den können wir da reinschieben. Den kriegen wir da noch rüber. Okay. Gut, bislang okay. Jetzt brauchen wir... achso, nee, da hätte natürlich doppelt gelb reingemusst. Oh, und jetzt wird's schnell. Jetzt wird's schnell. Shit. Gut, mit dem müssen wir das da auflösen. Okay, gut, dann brauchen wir die gelben da links. Okay. Versuchen, irgendwie die Ruhe zu bewahren. Ah, shit, den habe ich da nicht mehr reingekriegt. Eieiei, das wird knapp hier, das wird knapp. Aber es ist auf jeden Fall noch... Ah, shit. Noch machbar. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut sogar. So, dann den gelben darauf. Okay, den haben wir auch. Ah, shit, den... Ah, komm. Okay, dann haben wir den weg. So, dann bleibt das. Shit, das war nicht so gut. Aber dann kriegen wir die gelben weg. Jetzt müssen wir hier rot wegmachen. Gelb wegmachen. Okay, geht. Den rechts rüber. Hat auch geklappt. So, der muss hier hin. So, der muss ganz nach rechts. Der geht hier hin. Der geht ganz nach rechts. Der war schlecht. So, rot-gelb hier, hier, blau hier, der dahin, okay, gut, gut. So, dann kümmern wir uns mal einmal um den blauen hier rechts, dann haben wir da nämlich ein bisschen was frei. So, blau-rot wäre jetzt nicht schlecht, oder so, geht auch. Oh, ein Doppelroter, der kommt auch genau richtig. Machen wir uns erstmal hier frei. Das geht so, das geht so, dann sind die weg, okay, wunderbar. Dann machen wir hier das so. Ah, den habe ich falsch gemacht. Shit, 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 shit. Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Ganz nach links. Okay. Den links aufstellen. So, der geht hier hin. Der passt sehr gut links. So, dann haben wir den ganz links. Der geht hier, der geht auch wieder ganz links. So, damit können wir das hier auflösen. So, dann brauchen wir den jetzt nicht. Der geht dahin, okay. So, hier rein. Dann können wir das da unten auflösen. So, zack, dann machen wir uns hier wieder ein bisschen Platz. Den da rein. Okay, das machen wir hier rüber. Machen uns den frei. Oh, das sieht sehr gut aus, Jungs und Mädels. Das sieht sehr gut aus. Das können wir so machen. Das können wir so machen. Dann kriegen wir den. Den. Dann ist der weg. Nochmal doppelrot. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was Blaues. Okay, dann machen wir ihn hier noch weg. Oh, Jungs und Mädels, das sieht ganz so aus, als wenn das hier hinhaut. Wow, wir haben es geschafft. Krass, 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 krass. Wow. Das war ein geiler Run, Jungs und Mädels. Huh, ich dachte echt nicht, dass das noch klappt. Ich habe mich da ganz schön verhaspelt mittendrin. Und ich meine jetzt ganz am Ende, wenn man die letzte Stage im schwierigsten Modus geschafft hat, so wie wir es jetzt gemacht haben, gibt es doch so eine geile Sequenz irgendwie. Komm, die lassen wir jetzt noch laufen. Oh ja, genau. Das ist dann so das Ende des Spiels. Dann hat man so den schwierigsten Level geschlagen und dann gibt es hier noch so eine kleine lustige Animation. Boah, an die kann ich mich auch nur noch so dunkel erinnern. Hey, ich glaube, ich habe das vor wirklich 25 Jahren das letzte Mal gesehen. Deswegen halte ich jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen die Klappe und genieße hier einfach mal ein kleines bisschen mit. Währenddessen könnt ihr die Chance nutzen, wenn es euch gefallen hat, einfach mal auf den Like-Button klatschen und einen Kommentar da lassen. Habt ihr auch zu NES-Zeiten schon gezockt oder wann seid ihr so in die Gaming-Szene eingestiegen? Und würde es euch interessieren, in Zukunft auch mal so ein bisschen mehr Retro-Gaming so vom NES auf meinem Kanal zu sehen, würde mich darüber ein bisschen Feedback von euch auf jeden Fall sehr freuen. So, und jetzt Klappe halten, denn jetzt wird's spannend, denn jetzt kommen die Außerirdischen. Oh Mann, ey. Boah, ich weiß noch, wie ich das als Kind immer gesehen habe. Hey, das war einfach so das Geilste. Man hat es endlich geschafft, so das Schwierigste.
bin jetzt eh krass verwundert, dass ich es jetzt so im dritten Anlauf oder so war, das ja glaube ich gleich geschafft habe. Also ist schon eher verwunderlich. Und da werden die bösen Bakterien geklaut und Abflug! So, und irgendwas war dann aber noch, oder? Dann hat es noch irgendwie angefangen zu schneien, glaube ich. Kann es sein? Jawoll! Sau nice, richtig nice. Okay, Jungs und Mädels, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu fliegen und mal zu gucken, was der Hombre so in seiner Kindheit gezockt hat. Das war auf jeden Fall eines der Spiele, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, was mir über lange Zeit hinweg viel Spaß gemacht hat. Und muss ich sagen, immer noch, es ist wirklich sehr, sehr anspannend zu gucken, dass man wirklich jedes Movement genau richtig hinbekommt und so dieses ganz schnelle Auffassungsvermögen zu haben, auch zu erkennen, wenn man es irgendwie vermasselt hat. Oh Gott, wie ziehst du das wieder gerade, wie machst du das? Und ich glaube, das ist mir in dieser Runde wirklich sehr gut gelungen. Also Jungs und Mädels, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Hombre.